Hi, da du auf dieses Review geklickt hast, möchte ich dir erstmal gratulieren, denn erstens bist du wohl jemand, der unsere Videos wirklich mag und zweitens interessierst du dich wohl für alle möglichen Arten von Videospielen, denn sonst wärst du nicht hier. Ich erwähne das aus einem ganz bestimmten Grund. Indie Game Sim hat einen richtig schlecht gewählten Namen. Man würde denken, es ist ein weiterer der immer gleichen Tycoon-Spiele. Stattdessen ist es ein Tycoon-Spiel gemixt mit Mario Maker. Und die Kombination ist überraschend gut. In Indie Game Sim startet ihr auf euren Rechner und müsst erstmal diverse Programme runterladen, um eure Karriere als Entwickler zu beginnen. Ihr benötigt euren Editor, euer Publishing-Tool und bisschen Schnickschnack kann nie schaden. Und schon entwickelt ihr euer erstes Spiel. Spiel ist da etwas nett ausgedrückt, es ist eher ein Level eines Plattformers. Die Plattformer gehen in die Richtung von Super Meat Boy und Bloody Trapland. Skill-basierte Jump'n'Runs, bei denen Timing alles ist. Am Anfang habt ihr nur eure Standardausrüstung und müsst euch damit beweisen. Einfache Blöcke, kaum Hindernisse. Die Leute sind nicht begeistert, doch ihr lernt schnell mit den vorhandenen mehr anzufangen, nutzt mehr Platz, dekoriert was möglich ist und überraschenderweise hat man das Gefühl, dass die virtuelle Bewertung eurer Spiele total fair ist. Wo meine ersten Level sehr einfach waren, wurden die späteren vorhandenen Elementen komplexer und sagen wir mal hübscher. Und schon gingen die Wertungen nach oben. Irgendein schlauer Algorithmus bewertet hier also das Spiel und nach meiner Erfahrung das auch wirklich gut. Aber gut, ihr wollt mehr, ihr wollt die Nummer 1 sein. Dafür werdet ihr auf kurz oder lang mehr Elemente benötigen. Mehr Blöcke, Fallen, Gegner, so ein Spaß halt. Kein Ding, geht dafür einfach in den Store und zockt die Spiele eurer virtuellen Konkurrenz. Wenn ihr das Spiel schafft, bekommt ihr zur Belohnung neue Blöcke zum Verwenden. Bedenkt aber, dass jeder Block in unterschiedlicher Höhe die Produktion eures Spiels teurer macht. Richtige Fancy-Spiele sind halt teuer in der Produktion. Eure Level werden komplexer, größer und die Zeit vergeht dabei wie im Flug. Dieses nach und nach die Blöcke freischalten durch Levelspielen motiviert enorm und ist etwas, was ich bei Mario Maker vermisst habe. Jeder neue Block hat damit eine richtige Bedeutung und wird im nächsten Level exzessiv ausgereizt. Dadurch lernt man sehr schnell, was am besten funktioniert und findet auch unterhaltsame Kombinationen raus. Um im Spiel wirklich vorwärts zu kommen, ist es zudem wichtig, alle Level aus dem Store einmal geschafft zu haben. Ansonsten steckt ihr fest und es geht nicht mehr vorwärts. Für mich war vor allem in einem Boss-Level nicht wirklich ersichtlich, was man machen muss, um es zu schaffen. Ich habe es mehrmals probiert und kam dann Gott sei Dank nach was weiß ich wie langer Zeit auf die Lösung. Aber dennoch muss man sagen, dass die ganzen vorgefertigten Level sehr viele coole Ideen zeigen, wie man die verschiedenen Blöcke einsetzen kann. Wer Inspiration sucht, sollte alte Level einfach nochmal besuchen. Eines der coolsten Features ist, wie ihr ein Level euren Freunden zum Spielen geben könnt. Geht dazu einfach in den Editor, klickt auf den Teilen-Knopf, dann auf Copy und schon habt ihr einen Link in der Zwischenablage. Im Link ist das komplette Level kodiert, daher lädt die Seite einen Decoder und schon zockt ihr das Level direkt im Browser, ohne Software runterzuladen. Allein deswegen findet ihr in der Beschreibung ein Level von mir, damit ihr es selbst ausprobieren könnt. Coole Art und Weise, Level zu teilen und Werbung für das Spiel zu machen. Und eine Idee, die ich für meine Spiele wahrscheinlich klauen werde. Indie Game Sim wird unter den Namen leiden, denn man erwartet einfach was anderes. Schlechteres. Stattdessen haben wir es mit einem wirklich frischen Konzept zu tun, bei dem man merkt, dass Leidenschaft dahinter steckt. Das Spiel nutzt übrigens keine nachgemachte Pixelgrafik, sondern das ist die echte Auflösung vom Spiel im Fenstermodus. Ihr könnt es natürlich skalieren oder auch im Vollbildschirm spielen. Dennoch ist es immer schön zu sehen, dass wenn Pixel-Look verwendet wird, er auch ernsthaft durchgezogen wurde. Das Spiel bekommt ihr heute noch für 5,60 € und ist jeden Cent wert. Morgen ist der Release, da geht der Preis auf 7,50 € hoch. Da greift zu, wenn ihr mal wieder ein neues gutes Stück Software braucht. Ein Stream, wo wir eure Level spielen, wird garantiert folgen.